Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von For Independence. Ja, heute werde ich das euch zeigen, wie das geht mit dem Bubbles da. So, Moment. Zieh es noch her. So, dass es so dann geht. Und das in so einer guten Qualität. Ja. So. Ja, wir springen in Cinema 4D und ja, haben jetzt unser Dokument hier und gehen erstmal in die Einstellungen hier oben auf diesen Button und ja, Ausgabe nehmen wir hier auf dem Pfeil Film und Video und dann diese HDTV 2729 Frames und ja, dann kann man das schließen. Haben jetzt unser Dokument hier und ja, gleich zu Anfang machen wir mal die Bubbles da. Also es geht so, wir gehen hier auf den Würfel Icon und machen wir immer jetzt einfach mal drei so Kugeln und ja, das sind stinknormale Kugeln, nichts Besonderes, und jetzt werden wir da so ähnliches Flüssigkeit draus machen. Das geht so, wir gehen hier auf diesen Array Button und gehen dann auf Metaball und ziehen alle drei Kugeln einfach mal da rein. Und wenn wir jetzt an einer Kugel mal ziehen, sehen wir, dass das wird halt so flüssig. Es hat nur, wenn wir es jetzt mal rendern, sieht das nicht rund aus, sondern eckig. Dafür gehen wir jetzt auf den Metaball und gehen bei Edit Unterteilung einfach mal ein bisschen nach unten. So auf 10. Wenn wir es mal rendern, ist es schön rund, und wenn wir es rausziehen, kommt es auch schön flüssig rüber und nicht so kantig. Gut, dann können wir das wieder reinziehen, dass es jetzt schön ein komisches Ei gibt. So, jetzt machen wir die Außenwelt da. Das geht einfach, denn wir gehen jetzt hier auf das Licht-Button-Symbol und gehen auf Hintergrund. Und jetzt haben wir hier Hintergrund, jetzt brauchen wir noch Material. Und das holen wir uns einfach bei den Vorgaben. Es geht hier oben auf diesen Button. Dieses heißt, glaube ich, Content Browser. Gehen wir auf Visualize. Ich glaube, ich habe es eigentlich einigermaßen gut ausgesprochen. Auf Materialien und dann auf HDRI. Da haben wir jetzt zum Beispiel mehrere, oder ich habe jetzt zwei Vorgaben und hole mir jetzt einfach irgendeins und ziehe es uns auf den Hintergrund. Und ja, jetzt haben wir hier unser Ball. Jetzt haben wir rauszoomen, ziehen wir den Ball weit in die Mitte rein. Wenn wir jetzt mal rendern, sieht es halt so, als wäre das so einigermaßen drin. Und ja, gut, klicken wir einfach wieder rein. Und jetzt werden wir diese Animation einigermaßen starten, aber ich würde davor noch ein Licht machen, damit man das auch schön sieht. Also wir gehen hier oben auf das Licht-Button-Symbol und da auf das Array-Button und holen wir das Array und ziehen das Licht da rein, damit es mehrere gibt. Und gehen auf Array und ziehen dabei Radius hier unten einfach ein bisschen höher. Auf 2000 tut schon. Könnt es ein bisschen hochziehen, wenn ich jetzt mal rendere. Wie kommt das rüber? Ja, kann jetzt vielleicht den Metaball noch ein bisschen hochziehen. Ja, so ungefähr geht es schon. Wir können das aber, keine Ahnung, nachher noch ein bisschen feiner machen. Und ja, jetzt hat la. Jetzt werden wir die Animation starten. Wenn wir mit Play drücken, passiert nichts. Dann gehen wir auf die Kugel, die ganz unterste Kugel, machen einen Keyframe, gehen zum Beispiel auf 50 und ziehen sie einfach mal raus. Machen einen Keyframe und jetzt seht ihr, geht es. Kugel 2 können wir jetzt, keine Ahnung, bei 30 Keyframe setzen und dann bei 70 soll es irgendwo hingehen. So, Keyframe, und dann bei der Kugel 1, die soll es dann erst ab 60 dann irgendwie hier rausziehen bis 80. Wenn wir jetzt mal abspielen, kommt es ziemlich cool rüber. Und ja, jetzt können wir da bei dem Licht noch ein paar Einstellungen vornehmen. So, kann man noch vielleicht ein paar Lichter dazu machen, ein paar Lichter mehr. Wechseln die Ansicht hier oben auf den Button unter mittlere Maustaste auf rechts und können gucken, vielleicht, dass wir das irgendwie schön mit dem Licht hinbekommen, dass es nicht allzu viele graue Stelle gibt. Jetzt können wir nur das Licht hier auf
den Pfeil auf das Minus klick, auf das Plus klicken und auf das Licht allgemein und dann die Intensität bis runterschrauben. Das Wort fällt mir auch immer schwer. Lädt man Schatten rein, auf Schatten weich, wie das rüberkommt. Ja, okay, sieht man nicht wirklich viel. Ja, das wäre jetzt einfach mal die Animation. Ihr könnt es dann auch ein bisschen rumspielen. Ihr könnt es auch 1000 Kugeln von mir aus machen, das ist ja wurscht. Ja, jetzt werde ich geskypt und ja. So, wenn wir das haben, gehen wir in die Rendereinstellungen und gehen auf Speichern. Wählen uns ein Speicherort aus. Mache ich jetzt nicht, da ich das jetzt euch. Das mache ich jetzt nicht schnell im Break, damit ihr dann nicht ewig warten müsst. Wähle jetzt dann JPEG aus. Und ja, dazu brauchen wir ein Programm. Oh Gott, wie heißt denn das? Schaut einfach in die Beschreibung, da steht es drin. Und ja, gehen wir auf Ausgabe und wählen hier nochmal alle Bilder. Und ja, JPEG, Pfad auswählen und ja. Dann hier auf den Button klicken und dann rendert's. Und ich sag dann bis gleich. Und ja, dann geht's weiter. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder hier. Also wenn ihr das gerendert habt, dazu in ladet ihr euch das Programm Virtual Dub runter. Das sieht so aus. Und ja, wenn ihr eure Bilder, das werden jetzt 200 oder 100 Bilder pro Sekunde gemacht oder halt gerendert. Und das legt am besten im Ordner, damit ihr die Übersicht behält. Und geht dann in Virtual Dub. Der Link steht in der Beschreibung. Geht's auf File, Open, Video File. Und hier sind jetzt die ganzen Bilder. Das sind jetzt von meiner alten noch Animationen, damit ich jetzt nicht ewig rendern muss. Und ja, bei Dateityp nehmen wir Impage, Secrets, bla bla bla. Hier unten. Und da müssen wir die Automatic Load Link Dingsbums da unten aktiviert haben halt. Und drücken mal öffnen. Und zuerst anwählen natürlich und öffnen. So, wenn wir jetzt mal Play drücken, sehen wir, das spielt jetzt ab und in einer guten Quali mit AIV bringen wir das nicht hin. Habe ich schon getestet. Und ja, jetzt wird das hier jetzt die Timeline. Ja, dann gehen wir auf Fire, Save as AIV. Können wir einen Speicherort auswählen und dann einfach speichern klicken, dann rendert er das uns durch. Und haben einen wunderbaren Film, der halt noch ein bisschen groß ist, 300 MB oder so. Den ziehen wir einfach in Camp Studio rein, zieht es in Camp Studio rein und dann wieder rendern, dann wird das schon automatisch verkleinert. Ja, das war jetzt mein kleines Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch dabei ein bisschen helfen und ein bisschen irgendwas beibringen. Und ja, danke für die 101 Abonnenten. Finde ich schon sehr krass, wie schnell das jetzt ging. Und ja, wäre nett, wenn ihr weiter so macht und schön brav Videos anguckt und schön brav kommentiert. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschaußen.